historische Hinrunde für Klopp und Liverpool. Jürgen Klopp ist mit Liverpool eine historische Hinrunde in der Premier League gelungen, die Hoffnung auf die erste Meisterschaft seit 1990 lebt. Köln-Teammanager Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool eine historische Hinrunde in der Premier League gelungen, die Hoffnung auf die erste Meisterschaft seit 1990 lebt. Die Reds blieben durch das 4:0 gegen Newcastle United am zweiten Weihnachtstag erstmals in der Clubgeschichte an den ersten 19 Spieltagen ohne Niederlage. Der kommende Champions League-Gegner von Bayern München liegt mit 16 Siegen und 3 entschieden nach der ersten Saisonshälfte unangefochten an der Tabellenspitze, auch dank eines weiteren Geschenks von Meister Manchester City, der 1:2 bei Leicester City verlor. Anzeige: dieses Spiel macht sogar ich geh mal süchtig, spiele es für 2 Minuten und sieh, warum jeder süchtig danach ist. Mehr erfahren, distributed bei Konative. Am traditionellen Boxing Day durften die Fans an der Anfield Rot bereits früh jubeln. Der kroatische Vize-Weltmeister Dejan Lovren brachte den Ball per Dropkick im Winkel unter. Kurz nach Seitenwechsel wurde Superstar Mohamed Salah im Strafraum zu Boden gerissen. Der Ägypter verwandelte den fälligen Elfmeter souverän und beschenkte sich mit seinem 12. Ligator. Jerdan Shaqiri und Fabinho trafen in der Schlussphase zum Endstand. Tottenham Hotspur ist nach der dritten Niederlage von Manchester City aus den letzten 4 Ligaspielen nun Liverpools erster Verfolger. Der Rückstand der Spurs auf Liverpool beträgt 6 Punkte, City liegt nun 7 Punkte zurück. Sané und Gündogan, spielend durch Bernardo Silva, brachte die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola zwar früh in Führung, doch Marc Albrighton und Ricardo Pereira drehten das Spiel für die Foxes. Die Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündogan spielten bei City durch. Die anderen Top-Clubs der Liga gaben sich am zweiten Weihnachtstag keine Blöße. Tottenham Hotspur hatte beim 5:0 gegen den FC Bournemouth überhaupt keine Mühe. Christian Eriksen, Heung-min Son, Lucas und Harry Kane trafen für den Gegner von Borussia Dortmund im Champions League Achtelfinale. Für die Londoner war es der 5. Sieg in Serie. Rekordmeister Manchester United bescherte seinem neuen Trainer Ole Gunnar Solskjaer den 2. Sieg im 2. Spiel. Nach dem 5:1 Erfolg bei Cardiff City setzten sich die Red Devils gegen das neue Tabellenschlusslicht Huddersfield Town um den deutschen Teammanager David Wagner mit 3:1 durch. In die Torschützenliste trugen sich Nemanja Matić und Paul Pogba ein, Matthias Hagensen traf für die Gäste. Der FC Fulham gab beim 1:1 im Aufsteigerduell gegen Wolverhampton Wanderers kurz vor Schluss den Sieg aus der Hand. Der 2014er Weltmeister André Schürrle wurde bei den West Londonern in der 67. Minute ausgewechselt.